Was ist der Tonmeister von Beruf? Gut, dann machen wir es so, vielleicht nützt es ja. Ave Maria! Jetzt hat es aber funktioniert, sonst bin ich nicht mehr gläubig. Okay, lieber Gott, ich brich mit dir heute Abend, tut mir leid. Komm, mach so, mach so, wie du sonst auch immer machst. Das war eigentlich die Nummer des Abends. Kollege, jetzt darfst du dich hier über den Flügel legen. Ich denke, das wäre doch was. Wer will Pauline auf dem Flügel ziehen? Und genau in dem Moment funktioniert das Klavier. Es gibt nur so doch. Du läufst für Chanel, du hast den Karl Lagerfeld als riesen Fan von dir. Das ist wirklich unfassbar, in der Vogue haben wir sie gesehen. Und das alles, seit du den internationalen Elite Model Look Contest gewonnen hast. Und ich weiss, die Frage wird oft gestellt und es geht einem schon langsam ein bisschen auf die Nerven. Wir haben so viele gespannte Leute, die gerne wissen, was für dich der schönste Moment war, im Wettbewerb, oder der Eindruck, der dir am meisten geblieben ist in deiner unglaublichen Karriere bis dahin. Ja, das ist wirklich eine Frage, die mir noch aufgestellt wird. Und ich kann es wirklich eigentlich nie beantworten, weil es so viele schöne Momente hat gegeben in diesem letzten halben Jahr.
ist auch schwierig zu sagen. Es gibt schöne Shows wie zum Beispiel Chanel, was sicher immer das Highlight ist. Das ist absolut der Hammer. Oder mehr, um einen Fotograf namens zu nennen wie Mario Testino. Also ja, es ist wirklich cool. Hey. Schön. Und wenn du dann so wahnsinnig viel unterwegs bist, vermisst du dann auch manchmal die Schweiz? Und wie? Ja, also es ist immer so ein bisschen hin und her. Wenn ich oft so weg bin, ist das Heime, wo wir wieder zurück in die Schweiz ziehen. Und wenn ich aber wieder ins Land da bin, dann merke ich, es hat gleich so ein Ferme, wo man wieder ins Ausland zieht und weg. Also es ist immer so ein bisschen hin und her. Also wenn sie weg ist, gibt es ein Ferme, und wenn sie da ist, gibt es ein Bernweh. Von dem her sind wir dort eigentlich gut aufgestellt.